Hey, herzlich willkommen zum Adventskalender 2022. Die Schnelltipps für Golf, gesponsert von Alpin. Herzlich willkommen zu Tag 6 des Adventskalenders. Und ja, immer noch kein Galvin Green Sachen an, sondern diese hässliche Weihnachtspulli. Aber naja, Adventskalender. Und jetzt geht es um, wie man, um Konstanz zu bekommen, den Eintreffwinkel verändert. Und der Eintreffwinkel ist der Winkel, womit der Schläger runterkommt auf den Ball. Bei kürzeren Schlägern will ich eher einen steileren Eintreffwinkel haben. Zum Beispiel ein kurzes Eisen ins Grün soll ich eher so ein bisschen steil schlagen, insbesondere dann, wenn der Schläger viel Loft hat. Aber natürlich einen Driver will ich in eine Aufwärtsbewegung schlagen und völlig anders machen. Das heißt, wir müssen lernen, diesen Eintreffwinkel anzusteuern. Und das machen wir mit den Handgelenken. Wir haben im Video gestern gesagt, dass man das Gewicht verlagern muss zu dieser Stelle hier. Aber es ist jetzt die Handgelenke, die entscheiden, wie steil ich runter auf den Ball schlage. Oder wiederum, wie flach. Je nachdem, wie spät ich mein Handgelenk auflöse, kann ich den Eintreffwinkel verändern. Und eine ganz tolle Übung dafür ist tatsächlich aus dieser Position, Gewicht auf dem linken Fuß, einfach jetzt mal steiler und mal weniger steil schlagen, um einfach zu gucken, was passiert, wie treffe ich den Ball. Insbesondere diejenigen von euch, die so ein bisschen fett und dünn neigen, werden hier natürlich die Handgelenke später aufschlagen lernen und den Ball sehr viel knackiger treffen. Bis morgen.